Stimmgesund beginnt im Mund. Artikulation, zweiter Teil. Vokale, K, G, M. Wie geht das? Bist du bereit für eine erneute sinnliche orale Entdeckungsreise? Je präziser deine Artikulation ist, desto besser kann man dich verstehen. Gleichzeitig entwickelt man ein wunderbares sinnliches Gefühl im Mund. Und dann schmeckt das Essen einfach besser. Beim letzten Podcast habe ich dir erklärt, man muss das Maul weit aufmachen, damit die Stimme rauskommt. Der Mund muss also die Form kriegen eines Megafons, er muss richtig weit aufgehen, damit die Stimme raus in die Welt geschickt werden kann. Da, wo der Mund am weitesten offen ist, ist das A. Beim A, wenn du den Podcast gehört hast, dann erinnerst du dich jetzt bestimmt, ist der Mund 2 Finger weit offen. Das kannst du ausprobieren. Du öffnest deinen Mund, tust mal die Finger senkrecht rein. Dein unterer Zungenrand berührt die unteren Zähne und du sagst A. Aha. Hallo. Ja, beim Hallo tun wir oft die Hände um den Mund. Ich gehe einfach mal einen Schritt zurück und dann probieren wir das zusammen aus. Du legst auch die Hände um den Mund und wir beide rufen Hallo. Okay, das war das A, 2 Finger weit auf. Und jetzt bitte ich dich, Folgendes auszuprobieren. Du machst den Mund ganz weit auf und dann lässt du ihn offen. Und du gehst von A über E zu I. Ich zeig dir das. Beziehungsweise du hörst es jetzt von mir. Mein Mund ist auf. Ich lass ihn auf, wenn ich sage A, E, I. Probier du das auch mal. Ja, du machst es natürlich laut, denn Stimme übt man immer laut. Und du beobachtest dabei, was macht die Zunge, wenn dein Mund offen bleibt und du sagst, mach es gleich nochmal mit, Ai. Hast du es gespürt? Ganz genau. Die Zunge wölbt sich nach vorne und nach draußen. Und schafft hinten, oberhalb der Kehle, Platz für den Klang. Also die Vokale, die bildet man gar nicht so sehr, indem man die Lippen breit zieht. So A, E, I. Jetzt habe ich sie ganz breit gezogen. Nein, im Gegenteil. Du lässt den Mund offen und deine Zunge formt die Vokale. A, E, I. In der Übung macht man das ein bisschen übertrieben. Man lässt den Mund einfach offen. Im Alltag natürlich geht der Mund ein bisschen zu für das E und ein bisschen mehr zu für das I, aber eigentlich die Lippen haben gar nicht so viel zu tun. Die Lippen haben ganz viel zu tun, wenn du von A zu O zu U gehst. Ich zeig dir das. Du hörst das. A, O. Ich habe wieder versucht, meinen Mund offen zu lassen, denn dann müssen die Lippen und die Zunge mehr tun, wenn wir nicht mit dem Kiefer nachhelfen. Probier jetzt du. Okay, hast du herausgefunden, dass das U wirklich einen Kussmund hat, wirklich die Lippen ganz nach vorne gehen? Übrigens, die Zunge hat immer Kontakt mit den unteren Schneidezähnen. Der vordere Zungenrand liegt
bei allen Vokalen an den unteren Schneidezähnen. Okay, üb doch noch mal ein bisschen, während du jetzt Musik hörst. Das Ai und das Au. Ja, Stimme übt man laut und real, also nicht nur mental, du musst es tatsächlich tun. Und dafür eignen sich sehr gut die A, B, C, D-Räume. Das habe ich übernommen von meiner österreichischen Kollegin Ingrid Amon, die ein fantastisches Buch geschrieben hat, Die Macht der Stimme, was auch ein Bestseller geworden ist. Ja, was sind die A, B, C, D-Räume? A, Auto, B, wie Bad, C wie Klo, D wie Dusche. In diesen vier Räumen übt sich die Stimme fantastisch. Und diese Ai-Au-Übung mit geöffnetem Mund, damit die Zunge wirklich die Feinheiten trainiert, kannst du wirklich bestens im Auto üben oder, weißt du noch, A, B, C, D, Bad, Klo, Dusche. In diesen Räumen. Damit dein Mundraum sich öffnet, mehr zu einem Megafon wird und die Zunge die Arbeit für die Vokale übernimmt. Ganz wichtig ist wirklich die Mundöffnung, das A. Deswegen möchte ich dir jetzt nochmal eine Übung geben. Die geht mit Vorsprechen und Nachsprechen und jedes Mal tust du beim A den Mund zwei Finger weit öffnen und wir verlängern das A ein bisschen. Eine künstliche Sprechübung, super gut im Auto zu üben. Das geht jetzt so, ich spreche dir vor und du sprichst mir nach. Okay, wir starten das und du weißt schon immer, wenn Musik läuft, heißt das Übung. So, wir beginnen. Herr von Hagen, jetzt du. Darf ich fragen? Öffne für das A den Mund zwei Finger weit. Zunge berührt unten die Schneidezähne. Also, sprich gleich mit. Darf ich fragen? Jetzt geht's weiter. Welchen Kragen Sie getragen? Als sie lagen krank am Magen im Hospital zu Kopenhagen. So, ich hoffe, du hast mir super nachgesprochen in diesen kleinen Pausen, die ich gelassen habe, immer mit weit geöffnetem Mund. Das ist ein Rat von mir. Wenn du eine Rede halten musst, eine Präsentation oder auch wenn du in den Unterricht gehst, kurzum, wenn du deine Arbeit als Voice Worker aufnehmen musst, trainier im Auto, im Bad, auf dem Klo, in der Dusche, ABCD, deine Sprache, dein Sprechen, indem du einfach alle A's weit aufmachst. Du kannst hier einen kleinen Artikel von der Zeitung nehmen, einen Absatz und du liest ihn dir laut vor und öffnest die A's, zum Beispiel beim Frühstück. Oder du sitzt im Auto und übst den Herr von Hagen, darf ich fragen, welchen Kragen sie getragen, als sie lagen krank am Magen im Hospital zu Kopenhagen. Oder, was noch viel besser ist, du nimmst dir deine Rede, den Anfang deiner Rede, deiner Präsentation, deines Unterrichts vor und sprichst es laut und öffnest dabei den Mund für die A's immer weit. Okay? Kapiert? Super Übung, einfach zu machen und bringt viel.
Im letzten Podcast habe ich dir die Buchstaben gezeigt, die man mit der Zungenspitze macht. Das L, N, D, T. Jetzt möchte ich dir was Neues zeigen. Probier am besten gleich mit. Dein Mund ist zum A geöffnet, also zwei Finger weit. Dein unterer Zungenrand berührt die, nicht dein unterer Zungenrand, das ist ein Versprecher. Dein Zungenrand berührt die unteren Schneidezähne und behält da Kontakt. Dein Mund ist offen und du probierst aus, wie das K geht. Und du sagst A, K. A, K. Was macht deine Zunge, um das K zu sprechen? Probier nochmal. Mund ist geöffnet, Lippen völlig entspannt. A, K. Richtig. Der Zungenrücken wölbt sich nach oben und berührt den Gaumen. Er bildet sozusagen einen Verschluss. A, ja, da ist so ein Verschluss. Da presst die Zunge gegen den Gaumen beim K und dann fällt die Zunge da wieder runter. A, K. Deswegen heißen diese Laute auch Plosiva, weil die Zunge klebt sich da oben an den Gaumen, der Zungenrücken, die Zungenmitte. Dahinter staut sich die Luft und dann gibt es eine kleine Explosion und fällt wieder runter die Zunge. Und man hört das A, K. Je kräftiger du die Zunge nach oben wölbst und je weiter vorne du das im Mund machst, desto besser kann sich dein Kehldeckel aufrichten, desto besser kann der Klang deiner Stimme in die Welt. Wir probieren das zusammen. Du sprichst mit A, K, A, K, A, K. Klar? Ich hoffe doch. Wenn nicht, schreib mir einfach eine E-Mail. info@ivaloschki.de. An der gleichen Stelle übrigens ist auch das G wie Gustav. A, ga. A, ga. Und wiederum an der gleichen Stelle ist das M, das NG, wie bei dem Wörtchen lange. Ange. Wichtig, wenn du übst, lass den Mund offen, entspann die Lippen, behalte Kontakt mit der Zunge an den unteren Zähnen, damit du genau spürst, wie dein Zungenrücken arbeitet. Diese Zungenrückenlaute stehen übrigens für den Willen. Ja, je kräftiger man die phoniert, desto klarer der Wille. Wir üben das jetzt mit ein paar Wörtern. Gib mal acht. Das eine geht so. K, Ker, jetzt kommt die Zungenspitze, La, K. Kennst du dieses grässliche Tier? Oh, oh, da kann ich eine Geschichte erzählen, denn ich hatte mal ganz viele Kakerlaken in meiner Wohnung. Das war nicht lustig. Da musste der Kammerjäger kommen. Jetzt habe ich alle Ks sehr deutlich gesprochen. Wir üben nochmal zusammen das Wort Kakerlake. Jetzt du. Mund bleibt offen. Ein anderes Wort. Mund ist offen für das A. Jetzt geht die Zungenspitze hoch und du sprichst das Wort Lakai. Lakai. Jetzt können wir was dazu machen. Dann wäre das mit geöffnetem Mund gesprochen lang. Wenn du das nachsprichst, lass nur die Zunge turnen. Alles andere bleibt unbewegt. Mund ist auf. Okay, jetzt du. Langelakai.
klappt, dann nimm noch mal die Ka, Ker, La, Ke. Super! Tja, ein Dutzend Laute haben wir jetzt schon geübt in diesem Podcast und in dem letzten. Und da könnte man auch schon ein paar Wörter draus machen. Zum Beispiel Kalender, Katalog, Kategorie, Kegel, Gelände. Und da gibt es noch viel mehr Wörter. Aber es reicht doch noch nicht für eine Rede. Denn wir haben ungefähr so 30 Buchstaben in der deutschen Sprache. So, das war's für heute. Beim nächsten Podcast setzen wir die Buchstaben des Alphabets alle zusammen. Wir probieren aus, wie genau die im Mund ihre Position haben. Und danach, wenn dann nochmal einer sagt, ich verstehe dich nicht, na, dann weißt du Bescheid, wie spreche ich so deutlich, dass mich jeder versteht.